Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Ich glaube, das Unboxing konnte ich retten, weil meine SD-Karte irgendwie eine kleine Macke hatte. Müssen wir halt Hardware nochmal neu aufnehmen. So. Und zwar haben wir bei dem EMF, beziehungsweise der macht ja mehrere Sachen. Ich habe ganz lustige Sachen über YouTube gesehen, wie sie damit versuchen, Geister zu finden und so was. Aber kommen wir gleich dazu. Ihr habt praktisch den USB mit bei, das Gerät habt ihr mit bei und eine Anleitung. Die Anleitung kann ich jetzt nicht lesen, weil sie zu klein ist. Also geschrieben. Und so ja ein ziemlich langer USB ist mit bei. Der Mist hier, mach mal so, der ist hier eigentlich für drei verschiedene Sachen da. Das ist ein EMF-Meter, der Magnetfelder messen kann, dann, da kommt auch die Abkürzung da oben, Magnetfelder, dann Mikrowellenstrahlung und ja, dann eine ganz normale Strahlung, also diese elektromagnetische Strahlung. Ich mache mal kurz an, damit wir das sehen können. Funktioniert auch sehr gut. Also ein wirklich schönes ablesbare Display, wie ihr seht. Ich habe das jetzt einfach mal von weiß in schwarz geändert, ja, weil ich das so attraktiver finde und schöner finde. So, wir haben jetzt ein RF. Ja, das ist, denke ich mal, für Rundfunk gedacht. Und wenn wir hier einmal drauf drücken, kommen wir in Electronic. Das steht dann hier oben. Damit Mr. Elektronik. Und hier bei Magnet misst er natürlich Magnetismus. Ich habe das noch nicht weiter testen können, aber ich habe mir nämlich nach dem letzten Video, was ich ja, wo ich euch auch den nur so gezeigt hatte, habe ich mir was einfallen lassen und habe überlegt, was machen wir denn hier Schönes, um die einzelnen Sachen mal zu testen. Deswegen machen wir den einfach mal kurz aus. Den kann man auch piepen lassen übrigens. Ja, also ja, der kann auch Strom, Sound. Ja, und dann hat man halt praktisch mit hier unten, mit dem untersten Taster, jetzt hört ihr das ja. Ich zeige euch das erstmal nochmal so. Schaltet man praktisch die verschiedenen Modi hin und her. Wir sind jetzt im Rundfunkbereich. Ja, wenn ihr die hier drückt, haltet. Bei dem passiert jetzt nichts. Aber hier haben wir dann praktisch, steht hier oben Hold grün. Warum auch immer. Also das habe ich noch nicht rausgefunden. Hier können wir, wenn wir halten, dunkler machen. Und wenn wir nur einmal drücken. Passiert hier nichts. Ah, hier bei dem können wir dann hier umschalten. Mit der Taste von MG zu UT. Ja, wir sind wieder bei Rundfunk. Dann haben wir AVG Max. Da können wir zwischen AVG und Max, also ansteigend und der maximalen. Ja, jetzt haben wir hier bei Max. Und wenn wir hier drückt halten. Passiert da auch nichts. Ja, da muss ich mich nochmal belesen. So. Und in Grafik haben wir hier Grafik. Da können wir dann praktisch dann haben wir oben einen kleinen und dann hier so eine Skala. Wir haben aber noch mehr. Dann halt so. Und bei anderen haben wir dann so hier oben diesen Halbbalken. Hier haben wir einen Balken und da seht ihr, dass gerade was passiert. Und wenn ihr drückt haltet, geht es natürlich in den hellen Modus. Da seht ihr aber jetzt nichts, das ist doof. Deswegen ist der dunkle Modus ganz interessant. Sound an- und ausschalten ist halt das. Zero Call.
Steht hier gerade. So. RF. Und jetzt wollen wir das einfach mal testen. Wir testen jetzt einfach mal Rundfunkwellen. Ich sende jetzt einfach mal Rundfunkwellen. Und dafür habe ich mir eine Steckdose hier. Und habe mir mein Orbi geholt. Den ich hier im Wohnzimmer stehen habe. So, ich werde den mal kurz auf die Seite legen. So, hier ist der Stromkabel vom Orbi. Normal ist es da hier praktisch die PlayStation und die Xbox dran. Und hier sind ja auch Antennen eingebaut. Ich mache den jetzt absichtlich noch nicht an Strom ran, weil ich euch... Wir wollen erst mal gucken. Also auch hier beim Stromkabel. Bei Rundfunk nichts, aber... Bei Elektrik sind wir jetzt bei 223 gewesen. Hier. Achso, bei Max bleibt das Max denn da stehen. Das machen wir mal weg. So. So. Jetzt nehmen wir die Steckdose mal komplett weg. So. Der hat jetzt natürlich, geht jetzt runter, der geht aber nicht ganz runter, weil die Kamera, ja, die ist ja nicht so weit weg. Ah doch, geht ganz runter. Ich habe gedacht, jetzt durch mich kriegt er ein bisschen Strom. Und weil die Kamera jetzt ein bisschen, also muss ich wirklich weggehen. So. Wenn ich jetzt hier die Steckdose anfasse, seht ihr, alleine nur durch mich. Ich mache, das Gerät ist nicht meine Steckdose. So. Und jetzt machen wir das einfach mal an. Hier seht ihr das. Ich mache das auch mal ein Stück weiter weg. Oh, hier geht es jetzt hoch auf 800 Novat. 700 Novat, 816. Ich bin jetzt direkt am Stecker. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, dann haben wir Magnet. Oh, das selbst Magnet springt hier an. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Ich muss jetzt mal hier oben. Ist ja ziemlich nah, aber hier oben sind die Antennen. Und ich bin bei Magnet drauf. So, jetzt gehen wir mal auf Rundfunkwellen. Ah, hier unten hat er was. Er verbindet sich gerade mit der Basisstation. Oh, hier geht er jetzt ganz schön hoch, über 4 eben.
Okay. Er blinkt jetzt noch. Wir lassen den jetzt mal kurz verbinden. Ach so, nee, wartet mal. Da muss ich vorher einen Verteiler ran machen. Ich wollte ja noch mehr Sachen testen. So. Ich habe jetzt einfach mal einen Dreierverteiler daran gemacht. Also nicht wundern. So. Weil wir wollen den ja gleich noch den Orbi gucken. So. Jetzt haben wir einen Smart Plug, den wir noch mal reinmachen. Passt mal auf, jetzt müsst ihr kurz genau hingucken. Ich sage das A-Wort, also wenn euer Echo oder so gerade bereit ist. Entschuldigung, Alexa, Odins Tests an. Ich kann es auf TV, Ton oder auf Cable. Welche Option möchtest du? Odins Tests an. Alexa, Odins Tests aus. Alexa, Odins Tests an. Alexa, Odins Tests aus. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Test. Was möchtest du? Ja, bei Elektrik ist klar, mit der Steckdose, dass er hier oben aniert. Ich will jetzt mal testen. Warte mal. So, wir müssen jetzt gucken, welche Werte jetzt hier oben erreicht werden. Das ist zu viel. Mal gucken, mal testen. Alexa, Odins Tests an. Odins Tests an. Odins Tests an. Das könnte auch durch mein Bewegen gewesen sein. Natürlich. So, aber ich habe ja noch mehr vorbereitet. Ich habe auch einen Verteiler. Uiuiui. Der geht ja hoch. So. Ich nehme jetzt mal den gleichen USB, das ist der untere. So, und leg den mal jetzt hier rauf. So. Ich mache mal so, dass ihr das besser seht. So, wir sind jetzt bei. Ich verbinde das mal. Und mache das Handy mal hier ein Stück weiter weg. Und mache jetzt wirklich nur den Kabel. Also der ist jetzt, ihr seht, ist gerade auch auf 0. Und ich lege jetzt hier nur auf den Kabel. Und ich fasse es nicht an. Wir sind bei 0,45. Ich nehme jetzt nur, mache jetzt nur den Stecker raus. Wir sind bei 0. So. Und ich hatte, damit jetzt fließt der Strom extra auf der anderen Seite ins Handy gemacht. 0,45, merkt euch das. Jetzt nehmen wir ja einfach mal ein gesleeften Kabel. Und der ist auch für Handys und so ausgelegt. Also da sollte mehr Power durchgehen. Aber dadurch, dass er gesleeft ist, sollte eigentlich weniger nach außen gehen, rein theoretisch. So. Und ich stecke den auch wieder, damit ihr das seht, hier ans Handy an. Mache das Handy auch wieder ein Stück weiter weg. So. Und lege das wieder drauf. Und gehe auch wieder zurück.
80. Also gutes Doppelte von dem, was wir eben hatten. Ich bin beim gleichen USB. Ich habe das gleiche Handy dran. Es hat sich hier nichts geändert. Wirklich nichts geändert. So. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass es ein anderer Kabel ist, der unten drunter durchgeht. Dass dieser Kabel was dicker ist, minimal dicker ist. Der ist gesleeved. Der andere ist nur Gummi. Und der ist für Handy und so ausgelegt. Der hat natürlich auch nicht die volle Bandbreite. Also wenn ich jetzt hier gucke, wenn ich jetzt lade, also sehe ich jetzt wieder mal nicht, der lädt halt normal, mit normaler Geschwindigkeit und so ein Gummikabel halt immer dementsprechend langsamer. Aber nichtsdestotrotz können wir ja auch mal mein Handy testen. Das geht dementsprechend hoch. So, jetzt machen wir das mal ab. So. Jetzt ist natürlich weniger. Ich mache mal wieder so schräg, dass er eben ist. Weil es fließt natürlich kein Strom jetzt durch. Die Komponenten nehmen jetzt nur noch das, was sie gerade vom Akku brauchen. Hier Rundfunkwellen. Hier oben ist halt ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt auch noch weggehe. Elektrik. Und jetzt passt mal auf, jetzt machen wir nochmal mit Elektrik. Wir hatten jetzt eben nur Rundfunkwellen, ja? Was durch Strom passiert ist. So, ich mache jetzt einfach, jetzt mache ich wirklich mal Elektrik. So, hier sieht er, da fließt Strom. So. Jetzt misst er den Strom, der durch die Steckdose, durch den Kabel fließt. Eben mit den über 80, das sind nur die Rundfunkwellen, also nur Wellen, die vom Kabel ausgegangen werden. Ja? Und jetzt kommt noch das noch dazu. Zeige euch das nochmal, ich packe das mal hier beiseite, damit ihr den Unterschied versteht. So. Ich mache aber mal den nervigen Ton aus, wa? So. Ich lege den jetzt hier rauf. Jetzt. Ich bin noch bei Elektrik. Jetzt misst er nur den Strom, der durchfließt. Sind wir jetzt bei 49. So, und jetzt mache ich das mal ab. Das. Ran. Jetzt nehmen wir mal den Gummikabel nochmal, weil wir hatten ja vorhin nur die Wellen getestet. Nicht, dass es heißt, warum hast du denn nicht auch geguckt, ob der beim Strom da was mehr macht? Also ihr könnt damit rumspielen, könnt alles Mögliche testen. Ich habe es hauptsächlich für meine Frau, damit die halt testen kann, wo irgendwo Wellen sind und so, weil die ein bisschen empfindlich dagegen ist. Seht ihr? Da ist natürlich weniger abgeschirmt. Da ist natürlich gleich 62. Das sieht man dann auch dementsprechend. Aber das ist, also das Ding ist auch sehr empfindlich. Ich zeige euch da mal noch was. So. Achso, wir müssen erstmal, bevor ich euch das zeige, uns nochmal den Orbi nehmen. Der Orbi ist jetzt da. Der Orbi ist auch aus. Ja. Das heißt, jetzt fließt hier nur Strom gerade durch. Seht ihr ja? Ich gehe auf die 1000 zu. Bin bei 1000. So, und jetzt hinten auch nochmal messen da. Ja, auch 900 noch Watt. So, das ist Elektrik. Jetzt nehmen wir Magnet. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind die Antennen halt hier oben. Merkt ihr das?
Nee, keine. Wollen wir hinten machen? Oben ist halt weit weniger als unten. So. Und jetzt nehmen wir mal Funkwellen, also Rundfunkwellen. Oh, hier sind wir schon bei 1, noch was. Noch was. 6, noch was. 7, 8, noch was. Und wenn wir den jetzt hier weiter wegstellen, haben wir hier 0,2. Das war noch groß, aber hier seht ihr praktisch, dass der halt von der direkten, mach mal so, im oberen Bereich ist es natürlich am meisten, und wenn wir hier weggehen, wird es weniger. Ja, und so könnt ihr dann halt Wellen aufspüren, aber ist ja nicht nur Spielerei, das ist ja auch, dass man damit was Sinnvolles machen kann. Ich zeige euch noch was. Und zwar, ich muss hier nur kurz ein bisschen klar Schiff machen, weil hier ein bisschen sich jetzt hier angesammelt hat. Von dem ganzen Zeug, was ich jetzt hier hingeschleppt habe. So, ich nehme jetzt einfach mal die Steckdose. Ich nehme den Stromkabel. Einfach so. Ihr seht hier den Stromkabel? Ja, das ist hier der Stromkabel. Hm? Ganz normaler handelsüblicher Stromkabel. Hier, der ist hier an dem Stecker dran. So, ganz normal, handelsüblich, ja. Also alt, ein ganz alter. Hier passiert jetzt nichts. Elektrik. Ihr seht, der steckt aus. Ja? So, ich gehe jetzt mal unter den Tisch. Na, komm her. Tischdecke ist so lang. So, jetzt müsste ich hier, warte, hier, ich glaube, ich bin jetzt, müsste jetzt etwa unter dem Gerät sein, ne, ich bin hier, glaube ich, irgendwo, ah, hier, ja, da bin ich, wenn ich jetzt hier ein Stück weggehe, da bin ich. Durch den Tisch durch. Durch den Tisch durch. Und auch selbst jetzt, wo ich halte es nur in der Hand und habe Elektromagnet. Ihr wisst, was ich meine. Ist voll geil. Da hat meine Frau sich nämlich auch schon angemeldet. Die muss nämlich morgen nochmal arbeiten. Die will sich ausborgen und die will auf jeden Fall durch die Wohnung gehen und gucken wegen Magnetfeldern, Strom und EMF und so. Weil meine Frau ist wirklich das komplette Gegenteil von mir. Ich habe Technik, ich mag überall Technik haben. Meine Frau macht selbst abends den Router aus wegen den Funkwellen, weil sie Angst hat, dass das wegen den Funkwellen was ist. Aber naja. So sind die Schmecker und so sind Leute verschieden. Weil man sagt ja auch mal, Gegensätze ziehen sich an. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir werden die Gerät auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hier im Hausgebrauch testen.
auch mal abends anmachen, wegen diesen EMF-Werten und so, wo viele dann, gibt es ganz viele Videos bei YouTube, die damit denken, dass man damit Geister findet, weil Geister ja wohl angeblich eine EMF-Strahlung aussenden. Bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Ich hab's nur zugesagt, weil es für mich sehr interessant ist, das mal zu testen. Und vor allen Dingen für Frauchen, weil die halt auch für elektromagnetische Wellen oder Funkwellen, ich will wissen nicht, also eins von beiden, ist er halt anfällig. Ja? Und wenn, also wenn, also wir hatten es schon mal getestet, wenn viele Sachen oben an waren oder wo der Nachbar noch da gewohnt hatte, dann hat meine Frau auch ab und zu abends extreme Probleme mit Kopfschmerzen. Und das ist jetzt seit Davinia, Quellen sind auf jeden Fall besser, deswegen können wir das jetzt mit dem Gerät mal durch ihn messen. Und wenn dann halt wieder, wenn die Wohnung gemacht wird, nebenan und da wieder neuer da ist und wieder mehr, weil das Schlafzimmer ein Schlafzimmer, das ist halt nur so eine dünne Wand. Ja, und wenn da dann wieder mehr ist und da dann Probleme sind, wissen wir, daran liegt es, da müssen wir uns gegen machen. Gibt ja auch hinten, denke ich mal, wird ja auch Möglichkeiten geben, so eine Strahlung irgendwie einzubannen oder zu minimieren. So. Nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Denkt dran, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Leonin.